Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchvorstellung. Es geht um dieses Buch hier, Wirbel in der Weihnachtswerkstatt von Markus Spang aus dem DTV Junior Verlag. Es kommt ein bisschen spät, aber ich glaube, fürs nächste Jahr ist es eine ganz gute Sache. Und zwar ist das wieder so ein Adventskalender im Buch, wie ich euch ja schon vorgestellt habe, wie lange noch. Ja, und ihr habt 24 Rätsel, die muss Engel Petronilla natürlich mit eurer Hilfe lösen. Und ja, es gibt natürlich zu jedem Rätsel auch die Lösung im Buch. Es ist auch für Erwachsene total witzig und echt knifflig. Also vor manchen Rätseln habe ich echt gesessen und lange gebraucht, wenn ich es überhaupt rausgefunden habe. Manchmal musste ich mir auch Hilfe holen. Es ist wunderschön illustriert. Ich gebe euch mal einen Blick in das Buch. Hier seht ihr zum Beispiel Petronilla. Es ist alles so, ja, hier sieht man das ganz gut, schwarz-weiß-rot gehalten. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Auf den Bildern selbst gibt es auch noch immer viel zu entdecken. Also selbst da kann man mit dem Kind immer noch mal schauen. Es gibt sehr, sehr lustige Charaktere, die auch extrem lustig aussehen. Das ist wirklich wunderschön gemacht. Die Rätsel sind sehr verschieden und dadurch ist es sehr, sehr abwechslungsreich. Und man braucht echt schon einige Zeit zum Überlegen. Deswegen ist es, finde ich, ein Buch für Kinder und Erwachsene, also für die ganze Familie, eigentlich so ein Familien-Adventskalender. Und man kann halt einfach diese Zeit da auch nochmal nutzen, um das mit der Familie zusammen zu erleben, dieses Buch und Zeit miteinander zu verbringen. Das finde ich richtig, richtig toll. Es ist einfach mal eine andere Art des Adventskalenders. Also nichts mit Süßigkeiten oder mit Spielzeug. Man verbringt mit der Familie Zeit, man rätselt halt zusammen und dabei strengt man auch noch echt seine grauen Zellen an. Also echt ein wunderschönes Buch. Es ist auch gar nicht dick, es ist wunderschön leicht. Und es kostet übrigens 8,95 €. Also die neueren Adventskalender, wo Spielsachen drin sind, sind ja auch ungefähr in dem Preissegment. Und hier habt ihr was, was ihr wirklich jedes Jahr oder sagen wir alle 2, 3 Jahre aus dem Bücherregal holen könnt und aufs Neue erraten könnt. Und ich finde solche Sachen sehr, sehr schön. Ich habe euch ja schon bei dem letzten Buch erzählt, dass mir einfach das sehr, sehr gut gefällt, dass das so eine schöne Tradition ist, dass man jedes Jahr zur Adventszeit dann dieses Buch hervorholt und sich jeden Tag zusammensetzt und daraus liest, in dem Fall die Rätsel löst. Und mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich möchte euch das echt ans Herz legen. Für dieses Jahr ist es ein bisschen spät. Ihr könnt es allerdings natürlich noch zu Weihnachten als Weihnachtsgeschenk verschenken für die Adventszeit dann 2014. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, wie ihr diese Art von Adventskalenderbüchern findet. Ob ihr sowas vielleicht selber zu Hause habt. Vielleicht könnt ihr mir da auch noch das ein oder andere Buch empfehlen, weil ich, wie gesagt, ich mag das sehr, sehr gerne. Ich würde mir da gerne noch ein paar andere zulegen, dass man da jedes Jahr vielleicht ein bisschen variieren kann, dem Buch, was man dann sich vornimmt. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne restliche Weihnachts-Adventszeit und wir sehen uns dann ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!